Hey, hallo, ich grüße dich. Hier ist Karen mit Karens Soul Talk TV. Heute ist wieder mal ein Portaltag, davon haben wir dieses Jahr eine ganze Menge. Und ich möchte einfach ein kurzes Video für dich machen und eine Botschaft durchgeben, die dir vielleicht heute helfen kann oder dann, wenn du dieses Video abhörst und schaust. Ja. Ich bin gerade ganz verbunden hier an einem wunderschönen Platz, den ich liebe. Für mich ist das so ein magisches Elfenreich und alle diese Plätze, die viel Moos haben, lassen mich sofort in Verbindung mit dieser Welt sein. Hier ist es still, nur ein paar Vögel und Tiergeräusche. Unter mir ist der Moosboden. Ich bin heute barfuß gelaufen, um die Erde zu spüren. Und die Botschaft für dich, die dir helfen möge, ist heute, also als erstes, hang loose, mach dich locker. Also wenn es irgendwie heute ging oder geht, bitte, tu einfach mal nichts. Setz dich aufs Sofa, leg dich auf die Liege, auf den Balkon, geh in den Park, in den Wald. Tu einfach was, was deiner Seele gut tut. Und wir haben gerade einen wunderschönen Lieblingsfilm zusammengeschaut. Und da sind alle fünf zu dritt plus zwei Kater. Für eine Weile auf dem Sofa. Das hat sehr gut getan. Das sind relativ selten Momente, dass wir alle so vereint sind und so in Harmonie und Frieden. Und das ist etwas, was einfach in der jetzigen Zeit total hilft. Und wenn du alleine bist, dann oder es gerade mit deinem Partner, deiner Partnerin oder deinem Kind nicht passt oder deinen Eltern, je nachdem in welcher Lebenssituation du bist oder deinen Kollegen, dann mach es für dich, einfach für dich. Dann, jetzt ist es nachmittags, glaube ich, mal schauen, wenn ich es hochlade, mach es heute Abend, heute Nachmittag und wenn es heute nicht ging und du spürst total Übermüdung oder Erschöpfung oder ja, es drängt dich einfach danach, auf der Couch zu liegen oder im Bett oder einfach nichts zu tun oder in der Natur zu sein und einfach mal locker zu lassen. Das Bild dazu ist so eine wunderschöne, ich hatte eine Karte gezogen, ist eine wunderschöne Hängematte am Strand. Richtig schön. Liegen, atmen, sein. Das möchte ich echt ans Herz legen. Gerade wenn hier so ganz viel Licht runterkommt, in den Portaltagen die Frequenz erhöht wird und einfach dadurch natürlich Emotionen, Gedanken, Körperlichkeiten vom Licht bestrahlt werden, die lange einfach im Unterbewusstsein weggesperrt waren, dann lass das sich mal alles in dir bewegen und beobachte dich dabei und sei. Ja. Das Zweite. Habe ich jetzt alles durch die Gegend geworfen hier. Ach ja, schön. Hab einfach Vertrauen. Immer so leicht gesagt, wenn alles läuft, ne? Wenn alles super läuft, sind wir ganz leicht dabei zu sagen, klar, habe ich Vertrauen, dann bin ich richtig gut drin. Und jetzt kriege ich einen Impuls, dass ich dir eine kleine Geschichte erzählen soll. Vor vielen Jahren habe ich eine Ausbildung zum Engeltherapeuten gemacht in Laguna Beach bei Doreen Virtue. Fällt mir die Karte aus der Hand. Und da konnte man am Ende eines sehr, sehr vollen
Tagungstages sozusagen, Workshop-Tages, konnte man noch so Readings buchen bei von ihr ausgebildeten, bereits fertigen ATPs. Und ich konnte den Hals nicht vollkriegen und habe dann irgendwie nach so einem Tag, in dem schon wirklich viel, viel bewegt wurde und viel passiert ist, habe ich einfach nochmal so eine Session gebucht. Und eine Frau hat da zu mir gesagt, die, die mit mir arbeiten oder mich schon länger kennen, die haben diese Geschichte vielleicht schon gehört. Und ich wiederhole sie auch gern, weil sie einfach so kraftvoll ist und weil du sie vielleicht auch bei jedem Mal nochmal anders aufnimmst. Die hat, ich bin zu ihr gegangen, habe gesagt, so, was ist denn jetzt das Nächste und worum geht es denn jetzt und wie mache ich ihn beruflich weiter und was ist es denn jetzt ganz genau? Und dann hat sie mich angeguckt, ganz ruhig, und hat gesagt, Trust. Focus and Release. Und habe ich gestockt und habe gesagt, ja, ich habe ja schon ganz viel vertraut. Also habe ich ja schon die ganze Zeit gemacht und so. Aber jetzt mal, sag mal, wie geht es denn jetzt weiter? Ich habe das gar nicht gecheckt, weil das kam noch gar nicht im Herzen an. Das war beim Verstand und der Verstand hat gesagt, ja, okay, Vertrauen, check, machen wir. Was ist denn jetzt eigentlich das Nächste? Was ist denn jetzt konkret der nächste Schritt? Und die wunderbare Person, bei der ich das empfangen durfte, hat das, glaube ich, noch dreimal wiederholt und ist beim letzten Mal aufgestanden, hat die Hände auf meine Schultern gelegt und hat gesagt, Karen, you don't get it. Trust, focus and release. Yes! Und das ist, glaube ich, auch die Message, die ich heute an diesem Portaltag mit dir teilen möchte. Vertrauen, und zwar nicht unbedingt dir als Mensch hier, ja, und deinem Selbstbild, wie du jetzt gerade funktionierst, denn jetzt hast du vielleicht gerade nicht die Antwort, wie es weitergeht, jetzt hast du vielleicht gerade nicht die Lösung, jetzt hast du keine neue Perspektive, jetzt suchst du verzweifelt nach irgendwie, wie ist es denn jetzt so und strengst dich dabei an und genau dann geht es für dich darum zu vertrauen, und zwar nicht Vertrauen in dein aktuelles Selbstbild, deinen Jetzt-Zustand, dein jetziges Bewusstseins, deine jetzige Bewusstseinsebene, die durch dich hier als Mensch wirkt, sondern in die höhere Macht, in dein höheres Selbst, in das Universum, in Gott, in die Engel, was auch immer da deine Beziehung zu Spirit ist. Vielleicht nennst du Seele, das nehme ich heute mal als Wort. Habe Vertrauen in deine Seele. Habe Vertrauen in dieses hohe Bewusstsein. Habe Vertrauen in dieses energetische Potenzialfeld. Das kann dein Verstand nicht erfassen. Also relax. Und je mehr du einfach hier hang loose in der Hängematte machst, in sinnbildlich gesehen, desto mehr kann nochmal Altes durch dich durchfließen und desto sanfter und leichter kann einfach ein neuer Impuls, eine neue Perspektive, neue Möglichkeiten, neue Chancen, neue Fülle und Erfüllung, neuer Reichtum innerlich und vielleicht auch äußerlich zu dir kommen. Weil du einfach mal locker lässt und dich entspannst. Ich sage das jetzt so ein bisschen schnoddrig, aber ich meine das aus tiefstem Herzen, weil da kann ich wirklich auch über mich selber lachen. Es gab immer wieder Zeiten in meinem Leben, da wollte dieses innere Wildpferd, was in mir lebt, ja, das wollte weiter galoppieren. So, ja, ist ja gut, aber jetzt so, wo geht's denn jetzt lang? Ich muss das jetzt wissen und weiter. Nein, die Türen gehen auf, wenn es soweit ist. Ja, hab Vertrauen. Also entspann dich und habe Vertrauen in diese höhere Macht. Du glaubst gar nicht, wie viel innere Gelassenheit und Frieden und Ruhe in dich einkehren kann, wenn du das wirklich erlauben kannst, wenn du dich dafür öffnest. Vertraue. In die höhere Macht. Lass mal los. Also einfach sein. Sei einfach mal. Entspann dich. Und fokussiere dich heißt darauf, dass du Vertrauen hast in die Führung aus dieser Ebene, die sich über deine Intuition mitteilen wird. Definitely.
Und wenn du dafür etwas Hilfe brauchst, liebe Seele, lieber Mensch, liebe Frau, lieber Mann, dann hier drunter mein aktuelles Geschenk, eine ganze Woche Soul Sessions. Eigentlich sind es gar keine Meditationen, habe ich mir so überlegt. Ich hatte immer gesagt, geführte Meditationen, aber im Grunde sind es wirklich energetische Sessions. Ja? Jeden Tag von mir geführt, 15 Minuten zu einem übergeordneten Thema, kannst du reinschnuppern, ausprobieren, wie ich arbeite, wie die Energie mit dir wirkt, was da so in Bewegung kommt. Ist die erste Woche, die du hier testen kannst und ausprobieren kannst, die ich dir schenken möchte, in dieser Zeit, die sehr herausfordernd ist, von einem 21-Tage-Programm zur vollkommenen Gesundheit und Fülle. Link hier drunter. Und ja, es ist einfach die Zeit. Dieses Jahr fordert uns alle, den einen mehr, den anderen weniger und auch in unterschiedlicher Form. Und ich möchte wirklich, dass du diese Hilfe annimmst, wenn du jetzt gerade den Impuls dazu hast und dir ein Tool suchst, was dir einfach effektiv hilft, wenn in dir zu viel abgeht, zu viel Unruhe, zu viel Emotionen, zu viel Gedanken, zu viel an allem mit Körperlichkeiten, dass du ein Tool hast, wie du dich, dein persönlicher Weg, wie du dich wieder zu dir zurückholen kannst oder den Prozess energetisch unterstützt im tiefsten Einklang mit dem Universum, mit Gott, mit deiner Seele. Und so wirklich. Ich stelle mich wirklich in den Dienst und verbinde mich mit dem Bewusstseinsfeld. Das ist die höchste Schwingung, die es gibt. Und wünsche mir für dich, dass du atmest und einfach Momente der Entspannung genießen kannst. Ja, und wenn du Hilfe brauchst und das nicht reicht, dann auch hier drunter der Link zu einer Soul Session mit mir. Ja, da gehen wir kraftvoll natürlich mit der Energiearbeit ran, schauen einfach, was sind die Themen, räumen auf, klären und du erhältst Impulse, was jetzt gerade dran ist und worum es wirklich geht für dich gerade. Also, ich freue mich auf Kontakt. Ich freue mich auch zu hören, wie du diese Zeit empfindest, ob du Portaltage überhaupt schon wahrgenommen hast, ob das ganz neu für dich ist, ob du dann einen Unterschied merkst, ähnlich so wie bei Vollmond oder Neumond. Ja, lass uns austauschen hier drunter in den Kommentaren und bis bald. Deine Karin.